Nun, ich freue mich, dass ihr alle kommen konntet. Ich meine, wir freuen uns, dass ihr alle kommen konntet. Wir freuen uns, dass ihr alle kommen konntet. Wirklich, das hast du allerliebst gesagt. Wir freuen uns. Wird erwachsen, Piper, Dinge ändern sich. Ja, du hast gut reden. Meine Damen, bitte, könntet ihr ein bisschen netter zueinander sein? Wir haben uns seit dem Examen nicht mehr gesehen. Also, hört auf zu jammern und euer Gift zu versprühen. Bitte. Genau, ich bin der Jude. Jammern ist mein Job. Oh, das gefällt dir. Was, Christian? Jude? Hat Witzpotenzial, das jüdische was? Ja, ich wette, du kennst gute Witze über Juden, ha? Huh? Ein paar kenne ich, klar. Zum Beispiel Christian. Diesen. Was ist der Unterschied? Halt dich zurück. Nein, nein, lass ihn ruhig ausreden. Ich meine, das gestatten wir ihm schon in seinem neuen Haus. Ihm gehört der Kasten. Er ist der Alleinerbe. Tu dir bloß keinen Zwang an, Christian. Beachte ihn gar nicht. Er ist nur ein schlechter Verlierer. Was soll ich denn verloren haben? Die ultimative Ehefrau, Elizabeth. Oh. Flittchen. Miststück. Da gibt's keinen Unterschied. Oh, und was für ein... Sieh mal. Ein Flittchen schläft mit wem es will. Nimm mich. Und das Miststück? Naja, das Miststück schläft mit niemandem, nicht mal mit dem Verlobten. Du. Seht mal, 11:58. Noch eine Minute und dann ist dieses verflixte Jahr endlich vorüber. Ich dachte, es war ein gutes Jahr. Nein, ja doch, Baby. Es war ein tolles Jahr. Verschont mich. Wie bitte? 50 Sekunden. Hat irgendeiner gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst? Meine setze ich sowieso nie um. Weißt du, Piper, vielleicht solltest du dir etwas ganz Einfaches vornehmen, zum Beispiel mit dem Trinken aufzuhören. Jeden zweiten Tag. Ach, das gehe ich nächstes Jahr an. Ja, auch wieder wahr. Hier, ein Toast. Auf die vier Menschen auf dieser Welt, die ich dafür liebe, dass ich sie hasse. Und die ich dafür hasse, dass ich sie liebe. Mögen unsere Beziehungen so lange dauern, wie wir leben. Wie kurz es auch sein mag. Noch 12 Sekunden. 12 Sekunden? Ich möchte einen Toast auf das Brot ausbringen. Denn ohne Brot gäb's auch keinen Toast. Ein Toast auf die Heilung von Krebs und dass niemand mehr hungern muss. Und auf alles, wofür ich mich später mal interessiere. Auf spezielle Menschen und spezielle Feiern. Auf alle Spezialisten. Frohes Neues. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Christian? Oh mein Gott. Christian! Wenn sonst nichts weiter ist, zünden wir erstmal die Kerzen an. Entspannt euch, draußen tobt ein mächtiger Sturm. Kommt schon, wir wollen feiern. Toast, ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues. Wer ist denn das? Das verstehe ich nicht. Erwartest du noch jemanden? Keine Menschenseele. Christian Turner. Wie läuft die Arbeit, Benjamin? Ich habe gekündigt. Schön für dich. Ja, andernfalls wäre ich nämlich rausgeflogen. Oh, das konnte ich nicht wissen. Ich finde sowieso, du bist kein Anlageberater. Du warst immer so kreativ und bei der Bank geht's doch nur um Geld und Macht und, was hast du jetzt vor? Als Anlageberater arbeiten. In einer Firma, in der ich mehr Geld verdiene und mehr Macht habe. Und was ist mit dir, Adam? Wie findest du Boston und dein Jurastudium? Boston ist stinklangweilig. Ich vermisse New York. Und wieso? Es gibt nicht genügend Nutten in Boston, verstehst du? Weil die Stadt erzkatholisch ist. Dafür gibt's reichlich Alkoholiker. Wohl wahr, aber was nützt es dir, dich zu besaufen, wenn du keine Nutte kriegen kannst? Und Piper, Elizabeth, ich weiß, was du bezweckst. Du versuchst eine nette, gepflegte Konversation, aber vergiss es. Es nervt. Ich glaube, wir alle würden ungemütliches Schweigen oder schockierende Bekenntnisse dem Austausch von nichtssagenden Höflichkeitsfloskeln vorziehen.
Gut gesagt. Ein bisschen umständlich, aber gut gesagt. Worüber wollt ihr denn dann reden? Schweinskram. Klatsch, meinetwegen. Ich mag Gerüchte. Kennt jemand welche? Ja, Benjamin und ich werden uns trennen. Ach du Scheiße. Ja, und weshalb? Benji? Weshalb? Weil mein Penis ihr zu groß ist. Ja, das ist er. Du bist ja pitschnass. Ich habe einen Brief bekommen mit dem Vermerk persönlich und vertraulich. In der Silvesternacht wird Post zugestellt? Seit wann gibt's denn das? Jedenfalls ist er hier. Und? Was ist das? Sag schon, was ist das? Prostituierte? Untreue? Homosexueller? Vergewaltiger? Heuchler? Wer von euch war das? Lass mich mal sehen. Wer hat das geschickt? Ist leider ohne Absender. Ist das wirklich für dich? Darf ich mal sehen? Entschuldigung. Erinnert ihr euch unser Spiel im vergangenen Jahr? Tabu, das sind die Antworten. Aber das sind keine Antworten, Christian, das sind Anschuldigungen. Ich glaube, hier will uns ganz offensichtlich jemand verarschen. Darf ich mal sehen? Er ist wohl so kindisch. Ich nicht. Gib her. Ein scheußliches Spiel. Da haben wir es doch, Piper. Du rächst dich. Ein ziemlich gutes Motiv. Nein. Das war wahrscheinlich jemand, dem das Spiel Spaß gemacht hat. Und jetzt möchte er eine zweite Runde. Ich fand's sehr gut. Aber ich war's nicht. Nun, ich sag mal, jeder, der sich nicht der Prostitution, der Homosexualität, der Treulosigkeit, der Vergewaltigung oder der Heuchelei schuldig gemacht hat, käme in Frage. Richtig? Kann ich jetzt bitte auch mal? Ich werde noch etwas Wein holen. Wollt ihr lieber roten oder weißen? Arschloch, was machst du hier? Arschloch? Solche Worte passen nicht zu dir, Elizabeth. Ach, übrigens. Warum zum Teufel hast du diesen Brief geschickt? Wie kommst du denn auf so etwas? Weil du denkst, dass du etwas viel Besseres bist als wir anderen. Ist doch so, oder? Wie lange waren wir zusammen? Fast 2 Jahre, richtig? Und wie oft haben wir miteinander geschlafen? Überhaupt nicht. Nicht einmal. Aber du hältst dich ja auch für die Reinkarnation der Jungfrau Maria. Habe ich recht, Elizabeth? Das ist nicht wahr. Ach nein. Aber mit Christian warst du doch bestimmt im Bett, würde ich wetten. Wieder falsch. Du weißt, dass ich damit warte, bis ich verheiratet bin. Ich werde schreien, Adam. Ja, das kannst du gut. Dann im Ernst. Also genau genommen wäre das eine ziemlich gute Idee. Denn schließlich bin ich ja der Vergewaltiger. Hilfe! Versuch's nochmal, lauter. Christian! Also schön, hör zu. Es gibt 2 Gründe, warum du das lassen solltest. Erstens, es tut meinen Ohren weh, wenn du so laut schreist. Und zweitens, diese Mauern, liebe Elizabeth, sind so dick, dass dich beim besten Willen kein Mensch hören wird. Mal nebenbei, sagt dir der Begriff Unzucht mit Minderjährigen was? Letztes Jahr, nachdem wir dieses Haus verlassen hatten, wurde ich mit einer Minderjährigen erwischt. Die Kleine war erst 14, sah aber aus wie 24. Das Mädchen machte einen sowas von reifen Eindruck. Dagegen kam ich mir wie ein kleiner Junge vor.
Wir hatten nur einmal Sex und es war nicht mal besonders gut. Und warum muss ich mir das anhören? Weil das Mädchen mich erpresst hat. Eine Woche später bekam ich nämlich mit der Post ein Video, das uns beim Vögeln in ihrer Wohnung zeigte. Genau genommen war es die Wohnung ihrer Eltern. Und sie hatte eine Postfachadresse beigefügt, wo ich meine monatlichen Schecks hinschicken sollte. Das tut mir leid. Weißt du, was mir leid tut? Dass mir nie jemand gesagt hat, dass ich so einen haarigen Arsch habe. Christian! Christian! Kein Wein? Wo ist Christian? Ach, zerbrich dir mal nicht dein süßes Köpfchen. Ich mach gerade Margaritas. Weißt du, wo die anderen sind? Die trinken, ficken und rauchen, hoffe ich. Warum musst du immer so vulgär sein? Mein Benehmen missfällt ihr. Soll ich mich ändern? Ich tu's. Ich kann ebenso. Etepetete sein wie du. Und so tun, als ob ich mich für alle schlimmen Sachen schäme und es anderen verübeln, wenn sie sich amüsieren. Das nennt man Erwachsenwerden. Hast du Christian gesehen? Ups. Ich habe gerade gesagt, ist es nicht toll? Unsere Clique ist endlich mal wieder zusammen. Alles klar? Okay. Ihr Weiber macht mich fertig. Margaritas im Winter. Was soll das? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Mir schmeckt's trotzdem. Piper, eine Margarita ist ein Sommergetränk. Hey, das ist doch völlig daneben. Ah, ein tropisches Getränk. Schon klar. Mexiko ist schön. Ach, ich liebe dieses Land. Hat einer von euch Christian gesehen? Nein. Was ist denn los? Sie mag keine Margaritas. Nein, es ist Adam. Er hat mich im Weinkeller angegriffen. Was hat er... Hat er dich angefasst? Nein. Er hat mich beleidigt und dann bedroht. Was denn nun, Elizabeth? Hat er dich angegriffen oder beleidigt? Der Unterschied ist nämlich gewaltig. Es sei denn, es war ein Angriff auf ihre Persönlichkeit. Elizabeth! Was genau ist vorgefallen? Adam? Hallo? Adam? 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 Die Sucherei ist blöd. Hier unten ist niemand. Du hast recht, es ist blöd. Genau wie dieses Treffen. Ich hab's jedenfalls nicht gewollt. Dieses Haus ist wie geschaffen für Gäste. Den morgigen Abend verbringen wir ganz allein miteinander. Wir braten uns ein schönes Steak und trinken eine Flasche Lafite Rothschild. Den magst du doch so. Oh mein Gott! Oh nein. Ist er tot? Das müsstest du doch am besten wissen. Was redest du für ein Blödsinn? Sagtest du nicht, er hätte dich angegriffen, Elizabeth? Vielleicht war die ganze Sache ja auch umgedreht, ha? Meinst du ja? Dagegen spricht allerdings das Loch im Bauch und die Tabukarte. Okay, halt sie mal. Wer fängt an? Frage: Würden Sie Sex mit Minderjährigen wollen? Antwort: Ja. Auf in die Abgründe menschlicher Moral. Oh, ganz schön frech. So ein Scheiß, ich hab schon gevögelt, da war ich noch keine 14. Was soll daran schlimm sein? Okay, was willst du jetzt machen? Was ich jetzt machen will? Was machen wir jetzt, Christian? Ich war es nicht. Ich schwöre es dir. Ach ja, wer war's denn sonst? Ich weiß es nicht. Hast du irgendwas mit diesen Tabukarten zu tun, Elizabeth? Dann sag's mir jetzt. Nein. Das spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle. Adam ist tot. Irgendjemand in diesem Haus hat ihn umgebracht. Und du bist der Einzige gewesen, der nicht mit in der Bar war. Schon gut. Keine Sorge. Beruhige dich, okay? Mich beruhigen? In diesem Haus ist ein Mörder. Und wir sitzen hier fest. Hör mir zu. Wir gehen jetzt wieder nach oben und du tust einfach so, als sei nichts geschehen. Du hast nichts im Keller gesehen, okay? Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Wie auch immer, streng dich ein bisschen an. Ich frage mich, was Adam bloß angestellt hat, dass ihm jemand so etwas antut. Vielleicht weißt du mehr, als du mir sagen willst. Und so wie die Dinge nun mal liegen, fällt mir kein Motiv für diese Tat ein. Und was ist mit den anderen? Was soll mit denen sein?
Also ich rate dir, bleib in meiner Nähe. Und sobald sich alles wieder beruhigt hat und der Sturm vorbei ist, verschwinden wir. Okay? Hier, für deine Hände. Also los, Benjamin, zeig mir mal, wie du deinen hältst. So. Oh, das ist gut. Und jetzt nochmal auf den Billardtisch. Oh, habt ihr euren Vergewaltiger gefunden? Ganz ruhig. Was? Vergessen? Sagtest du nicht, Adam hätte versucht, dich zu vergewaltigen? Nein, ich sagte, er hat mich angegriffen. Hm. Der sitzt wahrscheinlich mit ein paar Pornoheften im Keller und vergnügt sich. Spaßverderber. Ja, aber wir können doch auch ohne ihn unseren Spaß haben, oder? Und, was schlägst du vor? Striptease. Solche Albernheiten werden meistens bestraft. Unmoralisches Verhalten ist das. Okay, verstehe, Piper. Flaschen drehen? Ich habe keine Lust, irgendwelche albernen Spielchen zu spielen. Oh, dich hat doch gar keiner gefragt. Wahrheit oder Wagnis? Wahrheit. Gut, lass mich kurz nachdenken. Ja. Stimmt es oder stimmt es nicht, dass du deinen Schwanz am liebsten Männern reinschiebst? Wie bitte? Schwul. Schätzchen, sie will wissen, ob du schwul bist. Ich meine, keine Ahnung, aber haben republikanische Senatoren, deren Söhne sich als schwul outen, eigentlich eine Chance, wiedergewählt zu werden? Nicht, dass du denkst, von uns gibt jemand diese Information an die Presse. Hör mal, Kate und ich waren 3 Jahre ein Paar. Okay? Das beantwortet meine Frage nicht, Benjamin. Hm. Das stimmt, Benji. Schweigen bedeutet Tod. Schweigen bedeutet Tod. Weißt du was? Leck mich. Ups. Das ist typisch. Ihr seid einfach widerlich. Mach's gut. Willst du spielen, Christian? Ja. Tut mir sehr leid, Benjamin. Natürlich, wieso auch nicht? Sehr glücklich sieht ihr aber nicht aus. Tugendhaftigkeit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. Christians Familienmotto. Dafür haben sie gelebt? Ja, ja. Oder sie sind dafür gestorben. Du solltest eigentlich wissen, ob die Geschichte wahr ist. Komm schon, Elizabeth, tu nicht so, als hättest du noch nie davon gehört. Die Sache war damals ein riesiger Skandal. Christians Vater, der Polospieler. Er hatte was mit einer Prostituierten und als die Familie es merkte, war er verschwunden. Das war ein Gerücht. Die Sache ist nie vor Gericht gewesen. Du bist sowas von scheiß naiv. Hey, wach endlich auf. Weshalb wohl nicht? Sie haben den Richter bestochen. Hey, mein Vater ist Politiker und glaub mir, ich weiß, wie das System funktioniert. Jedenfalls, angeblich soll er sie in diesem Haus gevögelt und geschwängert haben. Ich habe nicht die geringste Lust, mit dir darüber zu sprechen. In welchem Zimmer die wohl waren? Hör auf. Weißt du, was am alten Geldadel besonders makaber ist? Sie können jede Schweinerei aus der Welt schaffen. Wie kannst du es wagen? Wie ich es wagen kann? Ich will dir mal was sagen, Elizabeth, okay? Es gibt Menschen, die schrecken vor nichts zurück, um ihren guten Ruf zu retten. Das darfst du als Drohung verstehen. Das Geräusch? Im Zimmer nebenan wird wahrscheinlich, naja, du weißt schon, gevögelt. Scheint Spaß zu machen.
Nein. Findest du, Sex macht keinen Spaß? Keine Ahnung, Piper. Was ist das für eine Frage? Musst du doch wissen. Glaubst du, Christian würde dich je betrügen? Nein. Und kannst du dir vorstellen, dass er einen flotten Dreier mit dir und mir schiebt? Nein, das würde er nicht. Es reicht das eine Mal mit Kate und dir. Stimmt, ich erinnere mich. Die Karte in diesem mysteriösen Brief hatte recht. Ich war untreu. Du trinkst zu viel. Ach, ich hab nur ab und zu ein Sitzen. Ab und zu jeden Tag? Du bist Alkoholikerin. Das hast du Christian eingeredet, damit er mit mir Schluss macht. Du bist paranoid. Du hast Christian gesagt, ich sei ein Flittchen. Und dass nur ein Flittchen für einen Dreier zu haben ist. Oder eine Trinkerin. Oh, jetzt bin ich also ein besoffenes Flittchen. Großartig. Weißt du was? Ich weiß, was du gemacht hast. Ich bin nicht so blöd, wie ich aussehe. Andersherum wird ein Schuh draus. Du siehst lange nicht so blöd aus, wie du bist. Weißt du was? Du bist wirklich die absolut letzte Mistkröte. Ja. Ich bin nicht blöd. Was machst du denn da? Frage, würden Sie mit einem Partner gleichen Geschlechts schlafen? Antwort, ja. Fängt an, Spaß zu machen. Wo ist Kate? Keine Ahnung, wieso? Sie war die Letzte, die Benjamin gesehen hat. Nein, ich war die Letzte, die Benjamin gesehen hat. Okay, das ist eine weitere Tatsache, die nicht unbedingt für dich spricht. Ich gebe dir mal einen Tipp, Schatz. Halt dich in Zukunft von Menschen fern, die dich nicht mögen und plötzlich tot sind. Ich gehe Kate zu. Elizabeth, du siehst das völlig falsch. Ich bin nicht derjenige, vor dem du Angst haben musst. Vor wem sollte ich denn Angst haben? Verlass das Zimmer nicht. Wieso? Weil ich es dir sage, deshalb. Mach die Tür erst auf, wenn du dieses Zeichen hörst. Was ist los? Nichts. Wo ist Benjamin? Er nimmt ein Bad. Aha. Und was macht ihr beiden hier? Wo ist Kate? Ich hab sie unten irgendwo mit einem alten Gewehr von deinem Daddy spielen sehen. Wie findest du mein Nachthemd? Hör auf. Wie schade. Und du, Elizabeth? Los, setz dich hin. Okay. Ich komm gleich wieder. Mach die Tür nur auf, wenn ich klopfe. Hm.
Hallo. Oh, wie ich sehe, amüsiert ihr euch. Wir sind nur zwei Betschwestern, die sich an vergangene Zeiten erinnern. Christian hat dich gesucht. Warum so nervös? Wo bleibt Benjamin nur so lange? Würdest du uns eine Minute allein lassen, Piper? Oh, na klar. Brauchst sowieso Nachschub. Ich finde, wir sollten alle drei runtergehen. Und ich finde, wir beide plaudern hier ein bisschen zusammen. Bis dann, Piper. Mach's gut. Also, du kannst jederzeit den Spuk beenden. Es liegt bei dir. Wovon redest du überhaupt? Du erinnerst dich bestimmt an unser kleines Spielchen, ja? Ich gebe zu, wir sind alle keine Engel, aber das haben wir nicht verdient. Ich meine, wie oft man es treibt und sexuelle Vorlieben sollten nicht über Leben und Tod entscheiden. Was meinst du? Die Tabukarten. Gib auf. Ich weiß, was du getan hast, Elizabeth. Ich habe dich durchschaut. Tja, und ich habe dich auch durchschaut. Ich weiß, wieso du dir so ein extravagantes Leben leisten kannst, obwohl du offiziell pleite und arbeitslos bist. Oh. Du meinst Benjamins Geld, das er mir dafür bezahlt, dass ich seine Freundin spiele, weil er Angst davor hat, dass er enterbt wird, wenn seine Eltern herausfinden, dass er schwul ist. Hör mal, meinst du das, Elizabeth? Ich bezweifle, dass das Geld von ihm reicht, um deine Ausgaben zu decken. Was gegen Prada? Ist das ein Verbrechen? Ich hoffe nicht. Guter Geschmack hat eben leider seinen Preis, Elizabeth. Aber das weißt du ja selbst am besten, nicht wahr? Du gibst wesentlich mehr aus als ich. Naja, jetzt hast du es endlich geschafft. Du heiratest Geld. Herzlichen Glückwunsch. Elizabeth! Also die Frage lautet, hätten Sie Lust auf einen flotten Dreier? Die Antwort ist ja. Zwei Frauen und ein Mann, ja? Spielt das wirklich eine Rolle? Unser erzkonservativer Show wie mal wieder tut so, als würde er es nicht gern mit zwei Frauen treiben.
dir nicht das Auge aus, Schätzchen. Was machst du hier? Na, was wohl? Willst du auch eine? Oh, stimmt ja. Du bist nicht Raucherin. Gehört sicher auch so für ein braves Mädchen. Bloß keine Zigarette. Ich habe einen Schuss gehört. Wo ist Christine? Was ist passiert? Hier, um ein Haar wäre ich tot gewesen. Das kannst du immer noch sein. Ich gebe dir 10 Sekunden Zeit, um mir zu sagen, wo er ist, sonst schieße ich. Klar. 10. 9. Tu doch nicht so, als wüsstest du es nicht. 6. Du weißt ganz genau, 5, wo Christian ist. 4. 3. Die zwei habt Adam 2, und Benjamin getötet. 1. Warum fragst du mich nicht vorher, ob sie geladen ist, huh? Und jetzt wollen wir ein neues Spiel spielen, okay? Sieh mal, ich halte ein geladenes Gewehr in der Hand. Also halt gefälligst deinen Rand. Oh, reimt sich sogar. Aber ich werde mich großzügig zeigen. Ich werde dir verraten, wo Christian ist. Du musst nur dieses kleine Spiel mit mir spielen. Nein. Dann wirst du ihn nicht finden. Das muss gar nicht sein, wenn du ihn auch umgebracht hast. Christian ist wohlauf und lebt. Und nun hör zu, ich habe niemanden umgebracht. Und zwar keinen einzigen. Noch nicht. Hm? Spielen wir das Spiel. Leg sie an. Elizabeth, das ist ein Teil des Spiels. Also leg sie an. Und jetzt wirst du versuchen, Christian zu finden, okay? Und wenn du näher kommst, sage ich warm, wärmer, heiß. Hm? Und wenn du in die falsche Richtung läufst, dann hörst du Folgendes von mir. Kalt, kälter, tobt. Alles klar? Das wirst du mir büßen, Kate. Das habe ich bereits, Elizabeth. Das habe ich bereits. Was meinst du damit? Ah, das erfährst du früh genug, okay? Lass uns anfangen. Kalt, 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 kalt. Ich verliere die Geduld. Gut, ich mach's dir ein bisschen leichter. Geh mal nach rechts. So ist es gut. Ein Schritt weiter. Noch einen weiter. Geh vorwärts. Vorwärts. Öffne die Tür. So ist es gut. Vorwärts. Schneller. Schnell, schnell, schnell. Ich kann aber nicht schneller. Warum nicht? Glaubst du, du könntest hinfallen und dir den Kopf einschlagen? Wie schrecklich. Und das Ganze wäre auch noch ein Unfall. Hey, Elizabeth, entspann dich. Wenn ich dich töten wollte, hätte ich das schon viel, viel früher getan. Nebenbei, hast du noch mal über diesen mysteriösen Brief nachgedacht? Nein. Wirklich nicht? Ich aber schon. Benjamin hat sich als Schwuler geoutet, Adam ist der Vergewaltiger und die arme Piper ist die Treulose. Das heißt, ich, du und Christian müssen überlegen, wer die Prostituierte und wer der Heuchler ist, hm? Warm, wärmer, warte. Entschuldigung. Entschuldigung. Was war das? Entschuldigung? Wow, das ist ja ein ganz neues Wort für dich, meine Liebe. Ein ganz neues Gefühl. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Beeil dich. Ah, 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 ah. Sehr warm. Christian? Ich habe noch nicht heiß gesagt. Ich sagte warm. Warum tust du das? Was haben sie dir getan? Ziemlich gute Frage. Hast du dir diese Frage selbst schon mal gestellt? Was haben sie dir eigentlich getan, Elizabeth? Aber das alles ist doch nur ein harmloses Spielchen. Oder etwa nicht? Wärme? Oh, 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 oh! Ich glaube, du hast es geschafft. Heiß. Oh mein Gott! Was hast du vor? Ich bringe die Leiche nach unten. Sie irgendwie loswerden. Sie hat sie alle umgebracht. Sie sind alle tot. Interessiert dich das vielleicht? Frage, würden Sie für Geld mit jemandem schlafen? Antwort, ja. Ich finde Sex toll, okay? Deshalb bin ich noch lange keine Nutte. Und ich bin auch kein Miststück. Was geht hier vor, Christian? Das sagte ich doch bereits. Wir müssen diese Leichen irgendwie loswerden. Wieso? Ja, was denkst du denn? Willst du dir das Wohnzimmer voller Leichen stellen, bis uns etwas einfällt? Was sollen denn die Nachbarn denken? Warten wir doch einfach, bis die Polizei kommt. Es ist nicht das Problem der Polizei. Unseres aber auch nicht. Doch, ob es dir nun gefällt oder nicht, auf eine verschlungene und komplizierte Weise ist es sehr wohl unser Problem, Elizabeth. Das habe ich für dich getan. Nein. Christian, nein. Sie wussten es. Glaub mir. Sie wussten, was du getan hast. Du warst zwar clever, aber nicht clever genug. Das nächste Mal
Schickst du irgendjemand anderen zur Post, um die Schecks abzuholen? Sie haben gelogen. Nichts davon ist wahr. Es ist aus. Sie wussten über dich Bescheid. Und an diesem Wochenende wollten sie sich an dir rächen. Ich musste verhindern, dass dir was passiert. Oder? Aber wieso? Tabu! Das Tabuspiel war der Schlüssel, verstehst du? Deshalb sind alle hierher gekommen. Deshalb haben sie dich mit ihren sexuellen Sünden konfrontiert. Sie wollten dich damit zu einem Geständnis zwingen. Was sollte ich gestehen? Genau mit dieser Frage haben sie gerechnet. Darum wollten sie dich so lange quälen, bis sie ein Geständnis von dir haben. Du hast sie erpresst, Elizabeth. Sie haben es rausgekriegt. Okay. Lüg mich nicht mehr an. Nie mehr. Es ist vorbei. Du hast gewonnen. Das Spiel ist aus. Wir haben gewonnen. Sag bloß nicht, du hättest es für uns getan. Allerdings. Wie großzügig. Ich habe es nur für uns getan. Okay. Das müsstest du mir beweisen. So wie die Leute im Raum verteilt waren, habe ich die Karten aufeinandergelegt. Jeder zog die Frage, die er, wie ich dachte, mit einem Ja beantworten würde. Es funktionierte. Und? Und im vorigen Jahr habe ich dann dafür gesorgt, dass auch jeder die Möglichkeit bekam, seinem Laster nachzugehen. Genau in diesem Moment warst du zur Stelle. Hast das Böse dokumentiert. Ja. Du hast ihre sexuellen Fantasien für deine Zwecke missbraucht. Außerdem hast du sie erpresst. Das ergab sich später. Du bist böse. Nein, nein, nur arm und verzweifelt. Alles, woran mir lag, war deine Liebe zu gewinnen. Und dazu hast du sie benutzt. Die haben's doch verdient. Untreue, Prostitution, Homosexualität und Vergewaltigung. Du warst immer der Gute, immer der Starke, immer der Moralische. Sie waren nicht wie du, sie hatten dich nicht verdient. Ja, das weiß ich. Aber musstest du sie deshalb so hart bestrafen? Nein. Diesen Part hast du übernommen. Oh, meinst du, Leute zu erpressen, die dachten, du wärst ihre beste Freundin, ist keine Strafe? Ich meine, ihr Privatleben, ohne ihre Zustimmung an die Öffentlichkeit zerren zu wollen. Hast du sie damit nicht genug gestraft? Und, wie ist es genau abgelaufen? Adam war ein geiler kleiner Mistkerl. Ah, natürlich, du musst es wissen. Du warst ja schließlich mit ihm zusammen. Ich habe eine 14-Jährige dafür bezahlt, dass sie ihn in der Bar anmacht. Ihn mit nach Hause nimmt und dort mit ihm vögelt. Und, weiter? Und das auf Video aufnimmt. Oh. Wie poetisch. Nächstes Opfer. Benjamin. Der hat sich eine Menge Geld geboten, um seine sexuellen Vorlieben geheim zu halten. Es gibt eine Bar, die er gern besucht. Alle Männer, die dort verkehren, bleiben garantiert anonym. Und Kate? Kate war eine Prostituierte. Ach komm, sie war kein billiges Straßenmädchen. Sie hatte ein paar exklusive, zahlungskräftige Kunden. Woher weißt du das so genau, hm? Ich weiß alles. Kaum. Trotzdem, hättest du mit Kate nicht nachsichtiger sein können? Sie stammt aus einfachsten Verhältnissen. War ein Scherz. Und meine süße kleine Piper? Wie hast du es geschafft, ihr Leben zu ruinieren? Warte. Du hast den Dreier zwischen ihr, mir und Kate arrangiert, ja? Du kennst mich. Du wusstest genau, dass ich mit dir Schluss machen würde, dass sie für mich nie mehr dieselbe sein würde. Und das gilt auch für Adam, Benjamin und wen auch immer. Und, oh, wo wir gerade vom Teufel sprechen, was ist mit mir? Frage. Würden Sie mit dem Freund oder der Freundin Ihres Partners schlafen? Antwort? Ein sehr enttäuschendes Nein. Schön. Ich habe das eine gesagt, das andere getan. Ich bin ein Heuchler. Aber ich verzeihe dir. Wieso? Wieso hast du mich nicht auch erpresst? Und mein Leben ruiniert? Weil ich dich mehr begehre als alles andere auf der Welt. Es ging einzig und allein nur um dich, Christian. Ich wollte auch eine Familie. Meine, unsere Familie. Ein Neuanfang. Ja. Weißt du, Elizabeth, ich glaube, das war's dann wohl. Was dieses Gespräch betrifft. Es gibt nur noch eine winzige Kleinigkeit. Du wirst mich nicht erschießen. Bist du sicher? Wir sind doch eine Familie.
nicht wahr? Ich habe eine Überraschung für dich. Und ich bin sicher, sie wird dir gefallen. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Nur noch einen Moment. Christian? Guten Morgen, Sonnenschein. In Ordnung, Christian? Oh. Wo ist sie? Nach oben gerannt. Wir müssen nachsehen. Wie wär's, wenn wir sie umbringen? Ha? Hat die Kleine doch verdient. So war das nicht geplant. Dann ändern wir eben den Plan. Wenn wir ihn ändern, dann... Ihr rührt sie nicht an. Ich werde allein nach oben gehen. Geh doch allein. Aber vielleicht überlegst du dir lieber vorher, was du tust. Das ist nur ein Tipp. Sie ist immerhin meine Verlobte. Ich werde das schon klären. Das meint er doch jetzt nicht ernst. Hey, hier, man kann nie wissen. Alles okay? Ja, was soll schon mit ihm sein? Er ist nur ein bisschen verklemmt und beziehungsgeschädigt und seine Moralvorstellungen sind auch nicht auf dem neuesten Stand. Hey, auf sie mit Gebrüll! Elizabeth? Zeit für Elizabeth Greatest Hits. Oh, wie aufregend. Champagner? Ah. Das hast du gut gemacht. Also, auf ein Leben in Sünde. Auf alle bösen Mädchen. Ich bin schwul und trotzdem lieb ich euch. Kate? Scheiß drauf, ich hab Durst. Irgendetwas stimmt hier. Hier stimmt alles. Komm her, du kleine Schlappe, du. Kannst du nicht erst fragen? Ich frage nicht. Ich bin ein Vergewaltiger. Hm. Wie hieß die sechste Frage? Welche Frage? Das Spiel, Benjamin. Wie hieß die sechste Frage? Mir fällt eine bessere ein. Hm? Ja. Würdest du dich ausziehen und mit deinen Freunden bumsen? Hey, könntet ihr mir mal ganz kurz zuhören? Möchtest du mitmachen, Benji? Leute, hört doch mal. Wie hieß Elizabeths Frage? Willst du auch mal ran? Ja. Na los. Überleg doch mal, was sie mit ihrem kleinen Spiel beabsichtigte. Ich meine, sie wollte unsere moralischen Schwächen aufdecken. Es waren 6 Karten. Kate, glaubst du wirklich, die kleine Schlampe würde sich selbst bloßstellen? Vergiss es. Wieso nicht? Weil Mr. Gerechtigkeit, Tugendhaftigkeit und Wahrheit dann erfahren hätte, dass sie nicht perfekt ist und sie verlassen hätte. Nein, niemals, weil sie ihm seinen Fehltritt verziehen hat, was bedeutet, dass auch er ihr verzeihen muss. Ich weiß, wie Christian tickt, okay? Wo werden die Spiele aufbewahrt? Hm? Versuch dein Glück im Billardzimmer. Danke. Elizabeth? Wo bist du? Das Haus ist abgeschlossen. Du kannst nirgendwo hin. Du hattest die Chance, alles zu gestehen. Ich weiß jetzt, dass sie recht hatten. Du hast sie die ganze Zeit erpresst. Ich musste mich auf ihre Seite stellen, Elizabeth. Ich hatte keine andere Wahl.
mich raus! Na komm. Oh, bitte nicht. Ich habe eine 14-Jährige dafür bezahlt, dass sie ihn in der Bar anmacht. Ihn mit nach Hause nimmt und dort mit ihm vögelt. Und weiter? Und das auf Video aufnimmt. Oh, wie poetisch. Nächstes Opfer. Benjamin. Der hat sich eine Menge Geld geboten, um seine sexuellen Vorlieben geheim zu halten. Es gibt eine Bar, die er gern besucht. Alle Männer, die dort verkehren, bleiben garantiert anonym. Suchst du mich? Elizabeth, ich glaub's nicht. Du glaubst was nicht? Lass das bitte an. Wieso? Weil ich nicht in Stimmung bin. Dafür. Bin ich nicht mehr attraktiv genug für dich? Nicht besonders. Aber du wolltest mich von Anfang an. Und jetzt nicht, Christian. Es ist deine Chance. Nein, es ist aus. Glaub mir. Das muss es nicht sein. Bitte. Es tut mir leid. Wenn das so ist, lass uns einen furiosen Abschied feiern. Das erste und das letzte Mal. Findest du das unmoralisch? Jetzt nicht mehr. Ein moralischer Absolutheitsanspruch ist eine heikle Sache. Gefällt dir das? Ja. Willst du mich küssen? Ja. Dann küss mich. Hallo, lasst mich rein. Leute, ich bin's, Benjamin, macht auf. Wir sind verabredet für einen Dreier, schon vergessen? Da hast du dich ein bisschen zu früh gefreut, Benjamin. Hey, ihr spielt mit meinen Gefühlen. Mir das hier verzeihen. Nicht jetzt. Ich will mehr. Das bedeutet mir alles. Oh, Elizabeth. Alles, was ich je wollte, war deine Liebe. Aber als mein Bruder. Jetzt. Was? Naja, jetzt weißt du, wieso ich nie mit dir schlafen wollte. Was? Jetzt weißt du, warum. Was? Was hast du da eben gesagt? Jetzt weißt du, wieso ich nie mit dir geschlafen habe. Frage. Wenn dein Vater und die Frau, mit der er eine Affäre hatte, eine Tochter hätten, wie würde sie wohl heißen? Antwort? Elizabeth.
widerlich. Ich finde solche Witze nicht komisch. Ganz und gar nicht. Sie haben meine Mutter umgebracht und unseren Vater. Nur mich nicht. Hey, hör auf, du bist wohl nicht ganz richtig. Du hattest alles und ich gar nicht. Das ist nicht fair. Ich wollte dich. Aber nicht so. Und jetzt möchte ich nur noch das, was mir rechtmäßig zusteht. Und Halbschwester bedeutet, ich kriege die Hälfte von allem. Halt den Mund, okay? Verdammte Scheiße, das ist nicht mehr komisch. Komisch wird es erst, wenn ich zur Presse gehe und die dann die ganze Geschichte veröffentlichen. Dann wissen alle Bescheid über dich und deine Familie. Ich habe Jahre gebraucht, um herauszufinden, wer meine Familie ist. Und als ich es wusste, hatte ich keine andere Wahl, als aufs Ganze zu gehen. Dass deine Mom dabei sterben musste, tut mir wirklich leid, aber Auge um Auge. Allerdings überrascht es mich, dass du jetzt so tust, als würde ich... Du bist völlig übergeschnappt, weißt du das? Ausgerechnet du ruinierst den Ruf deiner Familie, verrückt. Elizabeth, sag mir sofort, dass das nicht stimmt. Ich kann nicht. Sag sofort, dass das alles nicht stimmt. Sag's mir! Elizabeth. Es ist die Wahrheit, Christian. Nein, ist es nicht. Wir sind blutsverwandt, ich kann's beweisen. Ich sollte dich töten. Wenn du mich umbringst, wird die ganze Geschichte ja noch viel spannender. Das kannst du dir also sparen, Christian. Selbstverständlich könnte ich meinen Mund halten und wir beide leben zufrieden bis ans Ende unserer Tage. Außer uns beiden muss ja keiner von der Sache wissen. Nur du und ich. Nur du und ich. Nur wir beide. Hallo, ihr beiden. Meine Süßen, ihr müsst sagen, wer ist denn da? Hallo? Wer ist da? Der Homo. Christian, mach doch mit, du musst jetzt sagen, welcher Homo denn? Was ist los? Ist Homo Jagdsaison? Geh mal nachsehen. Ich bin unter der Dusche. Ah, wenn Christian sie erschossen hat, auch gut. Ich bleibe, wo ich bin. Und wenn sie ihn nun erschossen hat? Noch besser. Die können mich mal. Du bist ein totales Weichei. Okay, bin ich ein Weichei. Schön. Wenn du nachsiehst, könntest du gleich noch ein bisschen Wein mitbringen. Übrigens, Piper, eine Frau lässt sich erst verwöhnen, bevor sie die Beine breit macht. Das war doch nur zum Aufwärmen. Eine kleine Vorspeise. Hab verstanden. Hör mir mal zu, dass du mir mit niemandem fickst, bis ich wieder da bin. Beeil dich. Hey, Christian? Oh! Ach, du meine Güte. Hey, Kumpel, hat sie dich erwischt, ha? Huh? Das muss sicher genäht werden.
Blöder Hund. Oh Gott. Hallo, Benji. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, was du willst, du kleine Schwuchtel. Ah, hey. Da bist du ja. Sag mal, weißt du, was dieser Schuss zu bedeuten hatte? Das hier ist mir runtergefallen. Ach so, okay, großartig. Hast du dich um Elizabeth gekümmert? Kannst du so sagen. Nein, du kannst es sagen. Wäre scheiße, wenn unser Plan scheitert, weil die Verrückte sich aus dem Staub gemacht hat. Sie geht nirgendwo hin. Gut so. Perfekt, aber wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Bekommen. Adam, Baby, kannst du mir mal ein Handtuch geben? Bist du das? Adam, ich brauche wirklich ein Handtuch. Ich kann nicht sehen und es brennt wie die Hölle. Adam. Tut mir leid. Christian, bist du das? Höchstpersönlich. Wo ist Adam? Ich glaube, das nennt man Bettflucht. Das ist so seine Art. Was willst du? Was denkst du denn? Gib mir ein Zeichen, damit ich weiß, wo du bist. Irgendwie kalt. Wie heißt es so schön? Warmes Herz, kaltes Gewehr. Warum hast du ein Gewehr? Ich benutze es, um Menschen damit zu töten. Dann ist sofort weg! Ein bisschen freundlicher. Was ist los? Was möchtest du? Du machst mir Angst. Tut mir leid. Soll ich dich zum Essen einladen, um es wieder gut zu machen? Gib mir einfach nur das Handtuch, okay? Okay. Ruhig, werd bloß nicht nervös, Piper. Du hältst dich für ganz toll, weil du reich bist, aber so toll bist du nicht. Sei froh, dass du jemanden wie mich hattest. Und wenn ich an deine Arroganz denke, kannst du dich jetzt noch bedanken, dass ich dich überhaupt drangelassen habe. Diese ganze Scheiße mit der Enthaltsamkeit führt nur dazu, dass du eines Tages explodierst. Was Besseres als mich wirst du nie mehr finden. Sieh dir Elizabeth an. Da hast du echt das Große losgezogen. Autsch. Nicht. Das hat alles Christian getan. Halt die Klappe! Ich habe Adam und Benjamin gefunden. Und die Tabukarte gesehen. Ich weiß, es tut mir leid, aber das hier habe ich nicht getan. Würdest du mit einem Verwandten schlafen, Elizabeth? Kate. Gehst du nur, weil du Christian nicht haben kannst, uns jetzt alle umbringen? Wer hilft nein, dir bei nicht nein, meine Sprache? Nein, nein. Möchtest du anstoßen, Schatz? Oder soll ich? Na? Wie ist dein Stick?
köstlich. Und die Polenta? Auch gut. Und jetzt der Wein. Das ist Lafitte Rothschild, 1954, das Jahr, in dem unser Vater geboren wurde. Der Wein ist perfekt. Dein Lieblingswein? Ja. Auf meine inzestuöse Schwester. Sag sowas nicht. Köstlich. Exquisit. Trink noch ein bisschen. Einen Wein wie den hier sollte man genießen. Denn man weiß nie, ob man ihn noch mal bekommt. Erinnerst du dich eigentlich, dass du letztes Jahr sagtest, ich würde an Prinzipien glauben, allerdings keine haben? Ja. Bist du jetzt auch noch dieser Ansicht? Wieso? Weil ich das Richtige tun will. Niemand darf unserer Familie nachreden, dass wir unsere Tugenden verloren hätten. Ehrlichkeit, Keuschheit, Gerechtigkeit. Dann tu doch das Richtige. Wenn ich nur wüsste, was das Richtige für mich ist. Gib mir einfach von deinem Erbe die Hälfte ab. Ah, das würde ich, aber du bist unehelich, Elizabeth. Und du weißt, wie ich über derartige Dinge denke. Dann nimm mich zur Frau. Wir sind beide schuldig, Christian. Ja, das sind wir. Wir sind beide schuldig. Im Sinne der Anklage. Auf und Sünder. Cheers. Dann ist es also besiegelt. Wir tragen beide Schuld. Und dafür müssen wir büßen, Elizabeth. Nicht unbedingt. Doch, sonst wäre ich ein Heuchler, verstehst du? Du bist ein Heuchler, Christian. Das bin ich nicht! Ich stehe zu meinem Wort. Hast du mich vergiftet? Wieso tust du mir das an? Fühlst du dich nicht geehrt? Immerhin ist es eine unserer ältesten Familientraditionen, ermordet zu werden. Du kannst unseren Vater ja fragen, wenn du ihn siehst. Im Übrigen sind wir nicht besser als er. Wir haben unsere Familie verraten. Was wird passieren? Nun ja. In ein paar Sekunden wirst du keine Luft mehr holen können. Dann wirst du bewusstlos und driftest langsam hinüber in die andere Welt. Es wird ein schöner Tod. Vertrau mir. Ich wollte wissen, was mit dir passiert.
Gute Nacht.